So, das ominöse Schild für die Ladesäulenverordnung steht jetzt auch hier in Leonberg. Ich habe ja letzte Woche schon mal ein Review gemacht und bin jetzt nochmal hier, eine Woche später. Ja, und ich muss sagen, es ist fertig. Also ich habe im Navi schon gesehen, dass die jetzt nicht mehr 8 anzeigen, sondern 20. Die zwei ganz vorne, die sind noch abgedeckt. Also ich denke, da kann man noch nicht laden. Also sind aktuell 18 online. Ja, aber das ging echt flott. Also die haben jetzt hier gepflastert, haben die ganzen Wege gemacht und alles fertig. Es laden hier jetzt gerade 4 Autos mit meinem. Ja, und ich denke, jetzt wird man das nicht mehr so schnell erleben, dass es hier voll wird. Also falls ihr mal in Leonberg vorbeikommt, hier ist echt cool. Es gibt ein McDonald's, hier schräg gegenüber ist auch ein Kino. Ein Lidl haben wir da um die Ecke und auf der anderen Seite hier ist noch eine Tankstelle. Da kann man sich auch am Wochenende, Sonntag oder so auch was holen, wenn man jetzt nicht zum Meckes gehen will. Ja, auf jeden Fall eine coole Location und finde ich total klasse, wie schnell das hier ging. Das haben sie ja wirklich irgendwie vor 2 Wochen aufgebaggert. Vor einer Woche standen die Dinger schon und jetzt heute ist es fertig und man kann es benutzen. Also das ist schon echt, echt raketenschnell. Noch ein kurzer Einschub, habe ich jetzt gerade vergessen. Also hier sind diese zwei Ladesäulen, die so ein bisschen abseits stehen. Und Frank, schöne Grüße, du hattest recht. Die sind tatsächlich für Fahrzeuge mit Anhänger. Also ihr seht, hier kann man wirklich einfach komplett hinfahren oder so hinfahren, wie auch immer. Und auch auf der anderen Seite kann man dann hier mit dem Auto stehen und den Hänger hier hinten dann quasi dran lassen und kann dann halt mit seinem Model X mit Anhänger auch einfach superchargen und muss den nicht jedes Mal abhängen, so wie halt an den normalen. Da haben sie wohl auch jetzt ein bisschen weiter gedacht. In den USA sind die Trailer ja nicht so besonders üblich, deshalb gab es das wahrscheinlich seither noch nicht, aber ich denke mal, die werden entsprechende Anfragen gehabt haben und deshalb haben sie es jetzt auch gemacht. Was ich ja persönlich total bescheuert finde, hier oben hat mal wieder jemand seinen Kaffee abgestellt. Einfach so auf den Supercharger. Den bringe ich jetzt mal kurz in den Müll. Ich habe noch ein zweites Video auf Englisch hochgeladen. Nicht wundern, das ist für Zach und Jesse. Die haben ja auf nowyouknow.com haben die so eine Review-Page für die ganzen Supercharger. Da kann man sein Video hochladen. Beziehungsweise muss es auf YouTube hochladen und kann es dann quasi dort verlinken. Seid mir nicht böse, ich bin wieder ein bisschen abgespackt, aber die Jungs freuen sich darüber und mir tut es eigentlich nicht weh. Guckt es euch mal an und schreibt eure Kommentare, ob das zu spackig war oder ob das okay ist. Also, macht's gut hier aus Leonberg, danke fürs Zusehen und fahrt elektrisch.